Ilan, bitte. Global Just Recovery Gathering. Thank you very much. Vielen Dank. My name is Ilan Zugman. Ich heiße Ilan Zugman. Ich komme aus Brasilien und ich bin der Regionaldirektor 350 Lateinamerika. Ich freue mich sehr, mit Ihnen dabei zu sein. Wir stecken in einer schweren Krise oder mehreren schweren Krisen. Und Sie haben eine direkte Verbindung mit unserer Beziehung mit der Natur. Die Ursprünge der Krisen liegen in unserem Krieg gegen die Natur. Wir haben diese Abkopplung von der Natur, von den Regionen, und wir wollen darüber heute sprechen. Wie können wir diese Beziehung mit der Natur verbessern? Heute mit uns haben wir Adriana Calderon. Sie ist eine junge Aktivistin aus Mexiko. Sie arbeitet bei Fridays for Future Mexico und ist auch eine Gründerin von MAPA, oder die Most Affected People in Areas, Menschen und Regionen, die am stärksten betroffen sind. Auch mit uns haben wir Tasnim Essop. Sie kommt aus Südafrika, ist eine Expertin des Klima, der Energie und der sozialen Ungerechtigkeiten. Sie ist eine Gründerin der Energy Democracy Initiative Südafrika und die Executive-Direktorin des Climate Action Network. Das ist das größte internationale Netzwerk. Elton Kranak kommt aus Brasilien. Er ist ein indigener Autor und Aktivist. Mit uns haben wir Dr. Vandana Shiva. Sie kommt aus Indien, ist eine Physikerin und soziale Aktivistin. Sie fokussiert sich auf die Gegenentwicklung, den Beteiligungsprozess, die Unterstützung der Grassroots-Netzwerke, die Frauenrechte und die Ökologie. Sie wurde mehrmals geehrt, zum Beispiel Order of the Golden Ark, die Global 500-Preis der UNO. Sie wurde von Earth Day International geehrt und ist eine Right Livelihood Award-Preisträgerin. Aufgrund ihrer Hintergründe, ihrer Erfahrungen und ihres Wissens, wie lässt sich das Ende der Welt verzögern? Und gleichzeitig, wie können wir eine gerechte Erholung für die Erde und die Menschen durchführen? Als ich erst über diese Frage nachgedacht habe, dachte ich zuerst an meine Verbindung mit der Natur. Und mein erster Gedanke war über meinen Garten. Das war mein erster Gedanke. Reicht das für mich und für meine Freundin? Nein. Wenn wir als Kinder etwas lernen hier in Mexiko, ist das, das reicht. Wir lernen, dass wenn man Blumen pflückt, ist das kein Problem. Wenn ich Blumen pflücke oder wenn ich einen Baum fälle, ist das kein Problem. Ich darf da einfach weitergehen. Aber das Ende der Welt kommt, weil wir nicht genug Bäume, Ressourcen haben. Ich habe mehr darüber nachgedacht. Menschen und Kinder denken nicht an die Natur. Sie machen das einfach. Sie pflücken Blumen, sie fällen Bäume und wir haben das kritische Denken nicht. Und was wir als Kinder lernen, kommt mit uns, als wir aufwachsen. Und wir sehen die Natur nicht, als wir die Natur ansehen sollten. Wir sehen das nur als eine Ressource. Und dann gibt es Probleme. Die Natur wird nur als Ressource angesehen, nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen.
Sie denken, dass sie das auch weitermachen können. Wenn die Menschen das als Kinder lernen, denken sie das auch als Erwachsene. Ich muss nicht das Land pflegen und ich kann das einfach nehmen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann das nehmen, weil es mir gehört. Die Erwachsenen, die sowas gelernt haben, arbeiten jetzt bei der Regierung. Und sie machen Politik und sie verwenden und diese Regelungen, um etwas zu machen. Wenn wir das nicht als Kinder lernen, gehen wir einfach weiter. Und in Mexiko sehen wir das ganz oft. Das Land wird von den indigenen Menschen weggenommen. Viele Aktivistinnen sind gestorben, weil sie das Land schützen wollten. Diese Aktivistinnen wissen, dass wir das Land schützen müssen, weil wir Ernährung und ein Zuhause davon bekommen. Das Land gehört ihnen eigentlich, aber die Regierung sieht das nicht so. Sie haben diese Menschen getötet. Wir haben viele Beispiele davon, auch in meiner Stadt, zum Beispiel Sammy Flores. Er war ein Schütze von Gwexka und sie wollen dort jetzt ein Werk aufbauen. Das war sehr traurig. Er wurde vor seinem Haus getötet. Er wollte nur das Land schützen. So ein Werk schadet das Land. Das Land zu verkaufen und weg von den indigenen Menschen zu nehmen, das passt nicht. Und hier in Mexiko werden die indigenen Menschen als etwas Unteres gesehen. Sie denken, dass die indigenen Kulturen wegwerfbar sind. Die Natur und die indigenen Menschen sind als etwas Wegwerfbares angesehen. Die Regierung, alle Menschen sehen das so. Wenn sie die beide als wegwerfbar sehen, dann verkaufen sie ihr Land. Für mich wollte ich sagen, okay, wie können wir, wie lässt sich das Ende der Welt verzögern? Wir müssen die Rechte der indigenen Menschen schützen. Die Regierungen müssen diese Rechte anerkennen. Sie haben das Recht, das Land zu schützen. Sie haben das Recht, das Land zu retten. Das Land gehört ihnen. Wir müssen sehen, dass die Natur nicht wegwerfbar ist. Vielen Dank, Adriana. Das ist sehr inspirierend. Nochmals möchte ich mich bei 350 bedanken. Danke für die Einladung und danke, dass ich eine Teilnehmerin dieser Podiumsdiskussion sein darf. Es ist eine große Ehre. Wie Ilan habe ich viele der Bücher von Vandana gelesen, als ich jung war, und jetzt bin ich nicht mehr jung, aber sie waren sehr inspirierend. Diese Idee der ökologischen Demokratie war eine große Quelle für mich während meines Lebens und während meiner Arbeit. Um ein bisschen weiter etwas zu sagen, über was Adriana gesagt hat. Natürlich, wenn wir das Ende der Welt verzögern wollen, müssen wir das machen, das Volk. Das sollte der Ausgangspunkt sein. Wie können wir das machen? Wir können das machen mit der Macht des Volkes. Wir können diese Macht aufbauen und danach verwenden,
um die Systeme, die diese Krisen verursacht haben, zu ändern. Nur mit dieser Macht zusammen können wir das machen. Wir müssen uns vorstellen, wie so eine Zukunft aussehen könnte, nicht wie heute. Damit können wir etwas ändern. Das war unsere Erfahrung hier in Südafrika. Die Macht des Volkes, die Macht der Massenbewegungen, damit konnten wir Apartheid besiegen und unsere Freiheit gewinnen. Natürlich gibt es noch Herausforderungen, aber wir haben unsere Freiheit gewonnen und wir haben Apartheid besiegt. Ich habe gelernt, dass die Menschen Macht haben. Das ist der Ausgangspunkt, denke ich. Wie finden wir diese Macht? Die politischen Systeme, die wir gerade in der Welt haben, die Führungskräfte, die wir gewählt haben, die uns weiter auf diesem Weg gebracht haben, wir haben das auch letztes Jahr gesehen, diese zunehmenden antidemokratischen Ideen und der Nationalismus, diese Führungskräfte sind von den Menschen gewählt. Als Bürger müssen wir unsere Macht verwenden, nicht nur um die Führungskräfte zu ändern, sondern auch um die politischen Systeme zu ändern. Diese Idee, dass wir keinen Fortschritt machen können. Das wäre mein erster Vorschlag, dass wir diese harte Arbeit der Organisation machen müssen. Wir müssen zusammenkommen, zusammen mit der Vision, sodass wir diese politischen Systeme, diese wirtschaftlichen Systeme, diese sozialen Systeme ändern können. Die zweite Weise, mit der wir unsere Macht zeigen können, ist als Konsumenten. Wir haben Macht als Konsumenten. Und wir nehmen die umweltverschmutzenden Industrien an. Sie dürfen machen weiter, wie sie wollen. Ob das bedeutet, fossile Brennstoffe, hochindustrialisierte Landwirtschaft, Landnutzung und so weiter. Adriana hat darüber gesprochen. Als Konsumenten haben wir das Macht, etwas zu ändern. Und wir können die Modelle der nicht nachhaltigen Herstellung ändern. Und es gibt auch ein hohes Niveau von Gier, das damit verbunden ist. Dieser Extraktivismus, der damit kommt. Und eine letztere Weise dadurch wir unsere Macht verwenden können. Zwar durch unser eigenes Verhalten und unseren eigenen Lebensstil. Auch dabei müssen wir anerkennen, dass es unterschiedlich aussehen kann. Nicht die Menschen, die in Armut leben. Sie haben diese Krisen nicht verursacht. Wir müssen das ganz klar sagen. Die reichen Menschen haben den Großteil der CO2-Emissionen verursacht. Sie haben und sie verursachen die höchsten CO2-Emissionen in der Welt. Also diese Ungleichheiten zwischen den Reichen und den Armen werden auch bei unseren Erfahrungen der Krise gesehen. Aus meiner Erfahrung können wir das Ende der Welt verzögern durch unsere Macht und durch eine Verpflichtung, eine Veränderung zum Besseren. Vielen Dank, Adriana, vielen Dank, Tasneem. Und meine Grüße an Ayrton, wir haben uns schon einmal kennengelernt. Aus meiner Erfahrung und aus der ökologischen Perspektive der indischen Zivilisation, das ist eine alte Zivilisation, die eine lange Zeit überlebt hat. Die Welt als Gaia, Pachamama, sie endet nicht.
Sie bleibt. Sie hat sich 4 Milliarden Jahre entwickelt und wird noch ein paar weitere Jahrzehnte bleiben. Jahrzehnte der Gier, der Unverantwortlichkeit, der Kolonisierung, der Dummheit, der Industrialisierung mit ihren Mythen der Produktivität und Effizienz. Alle Berechnungen sind falsch. Diese Idee von Wachstum und BIP. Sie erkennen die Produktivität und Kreativität der Natur und der Menschen nicht an. Die Welt wird weitergehen. Aber das Problem, und bei Problem des Endes der Welt geht es um das Ende der Phase der Welt, die sich seit Tausenden von Jahren entwickelt hat und der Entwicklung unserer Spezies ermöglicht hat. Wenn man über das Anthropozän denkt, denkt er oft, dass es so weitergehen wird. Nein, wenn wir noch ein Jahrzehnt dominieren, ist unsere ökologische Zeit vorbei und andere Arten werden fortfahren. Beim Ende der Welt geht es um, ob unsere Spezies fortfahren kann oder ist das die Zeit vom Aussterben. Wir haben diese Liebe zum Leben und diese Entschlossenheit, um gegen die Mächte, die das Leben auf der Erde zerstören, zu kämpfen. Wir müssen das nicht verzögern, wir müssen das beenden. Als Gandhi gegen etwas gekämpft hat, ob es gegen die indischen Gesetze der Abtreibung in Südafrika war, er hat mit diesem Kampf in 1906 angefangen, und sie waren schon 1911 vorbei. Dann ist er nach Indien gegangen und er hat mit dem zivilen Ungehorsam angefangen, mit SARS und Indigo und so weiter. Wir haben das Ende des Imperialismus nicht verzögert, wir haben ihn beendet. Die Macht der Menschen, das ist wichtig. Und wenn das effektiv ist, verzögern wir das nicht. Wir beenden diesen Reich. Dieser Reich hat schon Genozid im planetarischen Ausmaß begangen. Und als wir meine Arbeit mit GWOs angefangen haben, wir haben gesehen, dass sie den Amazonas zerstören. Monsanto macht das. Sie sagen, dass die GVOs effizient sind, aber das stimmt nicht. Der Amazonas verschwindet nicht wegen der Kleinbauer. Sie haben diese Landwirtschaftsökologie seit Tausenden von Jahren gemacht. Aber der Bioimperialismus von Monsanto würde nicht verzögert, es würde beendet. Sie haben nur 4 Arten von Kulturpflanzen. Wenn wir das noch vergrößern können, sie wollen jetzt Genbearbeitung verwenden, Gentechnologie. Wenn Monsanto und Microsoft zusammenarbeiten können, wird es noch wachsen. Sie haben das Saatgut nicht erfunden. Wie können Sie ein Patent dafür anmelden? Diese Bewegung wächst auch. Wir verzögern das Ende der Welt nicht. Wir müssen das beenden, und zwar im nächsten Jahrzehnt. Die Beweise sprechen eine klare Sprache. Wenn wir nicht in eine neue Richtung gehen, ist Aussterben ein vorhersehbares Ergebnis. Wir haben unterschätzt, wie alles als sehr klein anfängt. Die Bewegung gegen Apartheid fing mit bestimmten Aktionen an und
Das wird ein Saatgut, das gewachsen ist. Die Gärten sind eigentlich ein starkes Bild. Sie helfen uns, das vorzustellen. Zum Beispiel, als das Pariser Abkommen in Frage stellte, haben wir einen Garten eingepflanzt. Wir haben gesagt, wir werden überall Gärten einpflanzen. Entweder haben wir eine Erde, die zerstört und vernichtet ist, oder haben wir Gärten überall. Das ist keine Verzögerung, das ist eine Veränderung. Das muss passieren. Die Erde wird das nicht aushalten. Die indigenen Menschen halten das nicht aus. Ich möchte alle die Teilnehmerinnen begrüßen, wie Adriane, Tasnim. Wir haben erstaunliche Erinnerungen von was wir schon erreicht haben, auch wenn es fast unmöglich schien. Und Vandana, auch wenn wir online sprechen, ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Sie waren hier mit uns in den 90ern und in den folgenden Jahrzehnten auf den Biodiversitätskonferenzen. Diese Konferenzen sind eine Möglichkeit, Ideen auszutauschen. Und ich bin auch sehr froh, um von Adriane zu hören, weil ihre Stimme die Stimme einer Generation ist. Diese Generation spricht nicht über die Welt, die sich geerbt haben. Diese Welt würde schon eingepackt und fertig. Meiner Meinung nach haben wir eine Kapazität, eine neue Welt zu liefern. Es gibt mehrere Welten. Und wenn Philosophen Klimawandel debattieren, schlagen sie vor, dass wir mehrere Welten haben oder haben werden. Das gibt uns Möglichkeiten. Wie Vandana betont hat, und die Möglichkeit, dass die Welt nicht immer im Anthropozän bleiben wird. Die Welt ist kein Freizeitpark. Wir sprechen über die Biosphäre der Erde. Sie ist selbst regenerierend. Also keine Sorge, Adriane, die Blumen und Pflanzen sind selbst regenerierend. Menschen, die 7 oder 8 Milliarden Menschen auf der Erde, sie sind vom Aussterben bedroht. Wegen Dummheit werden wir Menschen aussterben. Weil unsere Vorväter viele Anweisungen gegeben haben. Sie haben uns einen wunderbaren Garten gegeben, und zwar der lebende Organismus der Erde. Nichts bleibt von diesem Garten. Menschen bohren den Organismus der Erde aus Wut und Neugier durch. Der 20. Jahrhundert war die Zeit der Ölzivilisation. Jetzt sind wir in Öl getränkt. Ich halte das nicht weiter aus. Überall gibt es Öl. Autos, Wohnungen, Handys, oben, unten. Ich bin in Öl getränkt. Und wer ist verantwortlich für diese absurden Ölverschmutzungen? Diese fossilen Brennstoffe hätten unterirdisch gelassen sollen.
Millionen Jahre lang waren die Bedingungen ideal, wie ein Covid-Impfstoff. Und jetzt müssen wir den Impfstoff unter minus 70 Grad halten. Öl sollte bei minus 1 Milliarde Grad gehalten werden, sodass es nicht verderbt. Und die Dummköpfe, die das Öl zur Oberfläche gebracht haben, sind für Genozid verantwortlich. Sie töten Wale, Elefanten, Eisbären, Ameisen und Bienen. Das Leben auch. Sie führen eine Art der Politik durch, die als ein Gerät des Todes funktioniert. Das ist keine bestimmte Regierung. Ich meine nicht Mexiko, Brasilien, die USA, Russland. Diese menschliche Politik zeigt, dass die Menschen zu viel Macht haben. Die Unternehmen verkleiden ihre Managers als Gouverneure, Präsidenten und Minister, die alle falsch sind. Sie sind nichts. Sie sind Marionetten, diese Präsidenten und Minister. Sie haben nichts. Es ist eine Fantasie. Und sie sind total schwach. Aber wir könnten unser Erbe als ein mächtiges Werkzeug verwenden. Mit der Erinnerung an Mahatma Gandhi, an Mandela in Südafrika, an die Frauen und Männer, die inspirierend waren. Diese Erinnerungen sind kurzfristig deaktiviert. Und zwar, weil wir die Umwandlung von Bürger ins Verbraucher akzeptieren. Tasnim sprach über, wie wir uns als Konsumenten verhalten können. Unsere Aktionen sind eine Antwort auf den Markt und seine Vorstellung von Sehnsucht und Bedürfnis. Aber die existieren nicht, sie würden von dem Markt geschafft. Wir müssen uns als BürgerInnen engagieren und nicht als Konsumenten. Konsumenten sind Idioten, sie sind abhängig, betäubt. Wir brauchen BürgerInnen. Ich suche einen Dialog mit BürgerInnen des amerikanischen Kontinents, mit asiatischen BürgerInnen, mit europäischen BürgerInnen und nicht mit Konsumenten. Während der Pandemie haben Sie bemerkt, dass wenn Sie in den Himmel schauen, dass es immer mehr Raketen und Satelliten im Orbit gibt. Und Sie wollen ein Spa-Hotel auf dem Mars bauen. Die Nachfrage gibt es dafür. Viele Menschen wollen Urlaub auf dem Mars machen. Diese Vielzahl von Idioten, die ein Ticket nach Mars kaufen wollen, sie sagen, dass es eine materialistische Perspektive gibt, die den Markt beeinflusst. Wir müssen die Träume unserer Vorväter wiederfinden. Und wir müssen sicherstellen, dass nochmal, wir singen, tanzen, feiern und eine planetarische Atmosphäre schaffen können, wo wir alle mit unseren Traditionen die Welt als gemeinsames Erbe sehen können. Wir müssen die Logik der Globalisierung in Frage stellen. Das war in den 70ern und in den 80ern. Damals war es schon fraglich. Und die Kinder und Jugendlichen, die in den 90ern und später zur Welt kamen, sie haben das nicht gesehen. Wegen Globalisierung sind wir jetzt ein Teil eines Horrorszenarios.
Und die Unternehmen wollen das. Wenn sie die Ökosysteme der Welt zerstören, werden sie ein Picknick auf dem Mars machen. Sie sind unverantwortlich und kriminal und sie sollen keine Rolle in der Öffentlichkeit spielen. Sie manipulieren die lokalen Regierungen und das muss aufhören. Es soll ganz klar sein, wer die Marionetten der Unternehmen sind. Vandana hat schon ein paar Hinweise gegeben. Einige sind so aktiv, dass es scheint, als ob sie die Kontrolle der Unternehmen haben. Aber wir wissen nicht genau, wer die Kontrolle hat. Wenn Microsoft eine Partnerschaft mit einem Unternehmen hat, das das Saatgut der Erde kontrolliert und beide Verbindungen mit der Rüstungsindustrie haben, ist das eine Art globales Covid, eine globale Seuche, die die Auswirkungen der Gier einiger Milliardären ist. Schauen Sie die Liste der Milliardären an und sprechen Sie mit diesen Menschen. Diese Milliardären, diese Billionären, haben Sie ein Gespräch mit Bill Gates? Er sollte seine Kollegen anrufen und diese Frage stellen. Wir treffen uns auf einer einsamen Insel und wir werden über Globalisierung, eine Versorgung des Ende der Welt, ein Spa-Hotel auf dem Mars, Urlaub in Welt aussprechen. Wir müssen andere Ideen mit diesen Menschen diskutieren, weil sie Solidarität und Liebe brauchen. Sie brauchen eine Umarmung. Vielen Dank. Welche Verpflichtungen werden Sie dieses Jahr machen? Für Sie selbst, für die Erde, für die Bewegung. Ich arbeite hier, genau wo ich sitze. Das ist eine indigene Landreserve, wo der Kranak-Stamm wohnt. Das ist ein altes Haus. Ungefähr 500 Meter entfernt gibt es einen Fluss, der von toxischen Bergbauabfällen verschmutzt wurde. Wir werden in den kommenden Jahren versuchen, den Fluss zu schützen. Das wird meine erste Aktion. Die zweite wird eine Zusammenarbeit mit Menschen rund um die Welt, wie Adriane, die die Gärten und Blumen schützt. Ich bin kein Leiter eines globalen Netzwerkes. Ich denke, dass es zunehmend wichtig ist, lokal zu handeln. Und das ist mein Ziel, weil ich nicht mit der ganzen Welt zusammenarbeiten kann. Auch mit Hilfe des Internets ist es sehr anstrengend. Und das ist alles. So, my commitment. Meine Verpflichtung. Bei meiner Verpflichtung geht es um, weiter verpflichtet zu bleiben. Ich werde die Erde umarmen. Mein Leben ist mehr mit der Chipko-Bewegung im Himalaya angefangen. Wir brauchen diese Bewegung. Chipko bedeutet Umarmung. Und wir müssen Bill Gates das sagen. Sie sind so verzweifelt. Sie brauchen ein Chipko von den Verteidigern der Erde. Wir können das zusammen machen. Ich werde einfach weitermachen. Bei meiner Arbeit, wie die Lügen der GWO offenzulegen, mit der GWO-freie Bewegung. Herzlichen Glückwunsch an Mexiko. Sie haben einen mutigen Schritt vorgenommen. Sie haben gesagt, wir verwenden Glyphosat und GWOs nicht mehr. Und ich werde weiter die Integrität des Lebens und des Saatgutes verteidigen. Das bedeutet, wir müssen uns gegen die neue Art des Patentverfahrens wehren. Sie verwenden digitale Karten und eine gefälschte Entwicklung des Saatgutes. Das ist ein Teil der Kolonisierung. Sie denken, dass wenn sie diese Technologie verwenden, dass sie die natürliche Welt einfach erobern können. Ich werde weiter mit Navania arbeiten. Ich habe diese Bewegung in 1987 gegründet, um den Schutz der Biodiversität
und die Agrarökologie zu unterstützen. Wir arbeiten gegen die Entwaldungskrise und gegen Wüstenbildung. Wir müssen Biodiversität schützen. Wir haben das schon in den indigenen Gemeinschaften gemacht. Wir können so viel Lebensmittel wechseln, wie wir brauchen. Finger weg vom Amazonas. Ein Ende der GWOs im Boden des Amazonas. Das sollte ein Teil unserer Arbeit sein. Und wir müssen uns nicht nur gegen die fossilen Brennstoffe wehren, auch gegen die versteckten fossilen Brennstoffe. Chemische Landwirtschaft, industrielle Landwirtschaft, sie alle verwenden fossile Brennstoffe. Und jetzt der Suezkanal wird von einem Mega-Containerschiff blockiert. Sie wollen Menschen aus der Wirtschaft. Wie Elton gesagt hat, die Welt als Lieferservice mit einem Mega-Containerschiff im Suez. Wir können das besser machen. Wir können lebende Wirtschaften schaffen, lebende Demokratien. Die dringendste Aufgabe für Bewegungen wie Fridays for Future und 350 ist, die falschen Lösungen anzusprechen, die falschen Berechnungen von Netto Null. Es bedeutet, ich weiter verschmutzen werde und ich weiter in den Amazonas eindringen werde. Und ich die Kleinbauer vernichten werde. Wir müssen aufhören zu sagen, die Hälfte geht an die Natur. Alles geht an die Natur. Alles. Und wir müssen das aufhören zu sagen. Wir müssen aufhören, über Rewilding zu sprechen oder zurück zur Natur. Sondern wir sollten zurück zu den indigenen Menschen gehen. Und auch das andere schreckliche Problem war die künstliche Ernährung. Ernährung fließt durch das Lebensnetz. Mit echter Ernährung können wir die Welt richtig pflegen. Es ist besser für unsere Gesundheit auch. Die Covid-Pandemie ist ein Symptom der heutigen Situation mit der Ernährung. Um das zu korrigieren, müssen wir ehrlich mit dem Anbau unserer Lebensmittel sein. Und jetzt zurück an Adriane. Der Garten ist sehr wichtig in diesem Fall. Vielen Dank. Wie Vandana ist meine Verpflichtung, verpflichtet zu bleiben. Meine fast lebenslange Arbeit war ein Kampf für Gerechtigkeit in allen ihren Formen. Bei unserer Arbeit, die mit dem Klimaschutz und mit der Klimakrise verbunden ist, geht es grundsätzlich um Gerechtigkeit. Für die Menschen, die Klimakrise nicht verursacht haben, sie haben absolut keine Verantwortung, aber sie sehen die schlimmsten Auswirkungen der Krise. Und ich will nicht arrogant wirken, aber das ist auch eine Art Gerechtigkeit für die Natur. Ich denke, dass diese Verpflichtung ist etwas, das ich immer wieder neu denken muss. Es ist sehr inspirierend, so eine Podiumsdiskussion zu sehen und zu hören. Meine Verpflichtung für die Bewegung, wenn ich nicht arrogant wirke, und wie Elton, aber anders als Elton, bin ich die Leiterin eines globalen Netzwerkes und wir müssen die Möglichkeiten von so einem Netzwerk verwenden. Wir müssen diese Bewegung wachsen, sodass wir diese Systeme beenden können. Die Systeme, die diese Krise verursacht haben.
Das ist etwas, für was ich mich engagiere. Wir machen das in meinem Netzwerk, in dem wir Politikarbeit machen. Wir machen das von unten nach oben. Das ganze Netzwerk macht so eine Arbeit. Lokale Regierungen, lokale Menschen, Arbeit vor Ort und wie wir das alles verbinden können, sodass wir auch global arbeiten können. Das ist meine Verpflichtung, dass wir immer weiter für Gerechtigkeit kämpfen werden. Wir werden weitermachen, indem wir kontinuierlich die Menschen unterstützen, die Menschen vor Ort. Und meine Verpflichtung für die Erde, geht nirgendwo. Sie bleibt. Ich will nur bewusst davon sein und auch möchte ich demütig bleiben. Diese wären meine Verpflichtungen. Recognizing the urgency of it all, as Vandana says. Und ich möchte auch die Dringlichkeit von allem anerkennen. Wir können nicht über das Jahr 2050 sprechen. Die Menschen, die über Ziele für 2050 sprechen, werden wahrscheinlich nicht mehr am Leben im Jahr 2050. Wissenschaftler sprechen nicht über 2050. Sie sprechen über das Ende dieses Jahrzehnts, wenn wir keine großen Veränderungen vornehmen, wenn wir die Emissionen nicht stark reduzieren. Zum Beispiel gibt es keinen Platz mehr für fossile Brennstoffe. Wir müssen jetzt damit aufhören. Das ist meine Verpflichtung. Keine langfristigen Ziele. Wir müssen das jetzt machen. Hoffentlich eines Tages werde ich auch so inspirieren. Sie sind schon inspirierend. Sie sind schon inspirierend, Adriane. Sie sind schon eine Inspiration. Vielen Dank. I'm gonna cry here, but it's a panel. Ich werde bald weinen, aber hoffentlich nicht. So for me, my commitment will be to meine Verpflichtung educate myself to study, ist, dass ich mehr lernen will. Ich möchte mich weiter ausbilden. Ich möchte ganz viel lesen. Und damit werde ich noch inspirierender. Und wir müssen mit der Vergöttung von Kapitalismus aufhören. Das hat nur schlimme Auswirkungen. Wie Vandana gesagt hat, werde ich weiter meinen Garten pflegen und ich werde den anderen helfen, Garten einzubauen, sodass ich die Menschen inspirieren kann, sodass sie ihre Perspektive ändern können. Ich muss mich zuerst weiter ausbilden und vieles lernen, sodass ich wie sie drei werden kann. Vielen, vielen Dank. Ich werde vorschlagen, dass wir diese Podiumsdiskussion beenden mit was Ailton gemacht hat, und zwar eine Umarmung. Eine Umarmung der Welt und der Zukunft. Just Recovery Gathering.